schönen guten Tag. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne befindet sich im Zwilling, Mond in der harmonisierenden Waage, beides Luftenergie, gute Gespräche. Und wir haben noch zusätzlich ab heute bis zum 12., also bis zum Wochenende, bis Sonntag, den 12., Merkur und Pluto, die dafür sorgen, dass man sich auf eine Sache sehr gut konzentrieren kann. Ja, dass man eben da auch, ich sag mal, schwierige Aufgaben lösen kann. Merkur befindet sich im Stier, ist ja nicht mehr rückläufig, aber pragmatisch, geht langsam voran, ist genau und sinnlich. Pluto im Steinbock rückläufig, da geht es ja normalerweise um Macht- und Ohnmacht-Themen, das geht nach innen. Man kann sich also selbst dazu ein Stück weit überreden, eine Sache jetzt akribisch durchzuarbeiten. Und das gilt noch bis Sonntag. Also wenn es da etwas gibt, viel Spaß dabei. Wir schauen uns an, was wir sonst noch für euch haben. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Die Sonne weiterhin im Zwilling, der Mond in der harmonisierenden Waage. Wir haben eine gute Energie zwischen Merkur und Pluto. Man sollte seine Ziele verfolgen und dranbleiben und sich nicht beirren lassen. Ruhig bleiben. Diese Woche ist es noch relativ ruhig. Schauen wir uns an, was wir heute an diesem Donnerstag allgemein für den Widder haben. Wie sieht's aus? Wir haben Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen. Das kann man sehr genießen und das kann man auch ausleben. Sieben der Münzen, da haben wir die Detailfragen, die zu klären sind. Und wir haben die Unzufriedenheit. Okay, Unzufriedenheit bedeutet ja der Wille, was verändern zu können. Was zu verändern ist ja schon mal eine gute Idee, wenn man nicht zufrieden ist. Vielleicht haderst du auch damit, dass du dich um so viel Kleinkram kümmern musst. Aber es ist relevant, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass du dich in dieser Woche darum kümmerst. Du hast die besten Energien dazu. Und wenn es dir nicht gefällt oder irgendwas nicht gefällt, kannst du es ändern, aber nur sehr, sehr langsam. Wir haben dazu auch die Sieben der Kelche. Sieben der Kelche ist ja die Möglichkeiten ausloten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es so die Vorstellungen, die man selber davon hat, wie etwas zu sein hat. Man hat so Kopfkino. Und das ist manchmal eben auch schwierig, weil man dann ja in der Realität das so nicht umsetzen kann. Und man ist dann enttäuscht. Und diese Enttäuschung ist sozusagen schon vorprogrammiert. Also erinnert es dich auch daran, kümmere dich um eine Sache, nicht um zu viele gleichzeitig, damit du diese vernünftig umsetzen kannst. Das ist auch so der Ratschlag für alle, nicht nur für den Widder, dass man sich eben ja um den Kleinkram kümmert, damit man nachher sozusagen die Zeit und die Kapazitäten frei hat, um sich um Größeres zu kümmern. Momentan bitte keine zu hohen Erwartungen und vielleicht auch sich an kleinen positiven Entwicklungen hochziehen, diese genießen. Also schön langsam, freundlich bleiben und auch genießen, wenn jemand freundlich ist und nett zu dir. Und dann, wie gesagt, man muss jetzt in den sauren Apfel beißen, aber das lässt sich mit Ruhe und Gelassenheit in naher Zukunft klären und verändern. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne weiterhin in den Zwillingen. Viele Gespräche, viel Kommunikation, harmonisieren mit dem Mond in der Waage. Das ist auch eine schöne Energie. Man kommt gut miteinander aus, man geht aufeinander zu, ist gar nicht so schlecht. Zudem haben wir mit Merkur und Pluto die Energie, dass man sich um Detailfragen kümmern sollte. Ja, das kommt dir als Erdzeichen natürlich sehr entgegen und ich denke, dass du damit auch gut zurechtkommst. Wir haben noch den Merkur in deinem Zeichen, also Kommunikation, so sollte gut funktionieren. Was haben wir heute an diesem Donnerstag für den Stier? Das Rad des Schicksals, es läuft im Hintergrund, unterstützt dich. Die Strategie, wie gehe ich vor? Da muss man vielleicht einen Moment innehalten, schauen, was liegt an, was hat jetzt Priorität, was nicht und wie kann ich gewisse Dinge überwinden. Und wir haben die Stagnation mit dem Gehängten. Das bedeutet nichts anderes, als dass du gut beobachten sollst heute. Also der Gehängte ist keine schlechte Sache, wenn man irgendwie nicht so recht weiß, wie weitermachen oder wie man was erreichen kann. Dann versucht man sich eben in andere hineinzuversetzen
und andere besser zu verstehen und mit dem gut klarzukommen oder eine Sache zu verstehen, um die zu regeln. Das ist ganz schön. Wir haben auch die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Also in der Ruhe liegt derzeit die Kraft. Das zeigt mir das Rad des Schicksals, der Gehängte, aber auch die 3 der Stäbe, die Strategie sich überlegen, wie mache ich das? Und je besser die Strategie überlegt ist, desto besser kommst du voran und desto besser ist dann das Ergebnis. 10 der Münzen ist ja Stabilität und Sicherheit, sowohl finanziell als eben auch in Beziehungen. Möglicherweise spielt da auch eben gerade mit dem Gehängten die Verbindung oder die Beziehungen spielen da eine große Rolle, wie man miteinander umgeht und wer für was jetzt, sage ich mal, zuständig ist und so weiter. Ich denke, dass du mit beobachten und dich auch ein bisschen darauf einzulassen, eben gute Verbindungen knüpfst und das dann später nutzen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 9. Juni 2022, Sonne in Zwilling, Mond in der harmonisierenden Waage. Also du kommst mit deiner Sonne im Zwilling natürlich gut voran, knüpfst neue Kontakte, vertiefst bestehende Kontakte, das ist ganz gut. Im Moment ist eben noch eine gewisse Langsamkeit so vorrangig und wir haben sehr viel auch in Erdzeichen, die Energien Merkur und Pluto sorgen dafür, dass man akribisch an Dingen arbeiten kann. Ich weiß, das ist nicht dein Lieblingsthema, aber vielleicht versuchst du es einfach und denkst dir, ich bereite das vor, was ich nachher umsetzen möchte. Also ich mache praktisch die Vorarbeit dafür. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir heute an diesem Donnerstag für die Zwillinge haben. Königin der Stäbe, das ist die Energie eben. Ich bleibe optimistisch, ich krempel die Ärmel hoch und ich glaube daran. 10 der Kelche ist sehr viel Gefühl, Liebe, ja auch, ich sag mal, dieses Feuer, was du in eine Sache oder in etwas, was dir am Herzen liegt, steckst. 9 der Stäbe, du musst aufpassen, dich nicht zu verausgaben. Die 9 der Stäbe ist so, ich verschleuder meine Energie. Da musst du ein bisschen Acht geben. Natürlich sollst du an der Sache dranbleiben, wo auch immer dein Herz jetzt gerade dran hängt, aber du sollst eben nicht zu viel machen. Zu viel, ja. Also zu viel Enthusiasmus da reinsetzen oder versuchen, alles gleichzeitig zu machen. Es geht jetzt gerade darum, ruhig zu bleiben, pragmatisch zu denken, also erdenergietechnisch und dann eben auch zu gucken, wo brauche ich auch ein bisschen Entspannung und Ruhe. Wir haben den König der Kelche. Skorpionische Energie bedeutet, du bist fürsorglich, du bist liebevoll, hoffentlich auch zu dir selbst und verfolgst deine Agenda, also das, was du vorhast, ja. Du gehst damit jetzt vielleicht nicht hausieren, du hast ein paar Pläne, die geheim sind und du sollst dich um eine Sache kümmern, die dich voranbringt. Und das ist eben wichtig, dass du dich um dein Wohlergehen kümmerst und eben nicht zu viel gleichzeitig machst, damit du nachher erfolgreich sein kannst. Also viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne in den Zwillingen, Kommunikation, Vielseitigkeit, Mond in der Waage, harmonisierend. Ja, ich denke auch, Fairness und so weiter spielen da eine Rolle. Wir haben Merkur und Pluto, die dafür sorgen, dass man sich um Detailfragen kümmern kann, dass man sich sehr gut konzentrieren kann. Vielleicht ist das etwas, was du im Vorfeld machen kannst. Wo du dann, ich sag mal, hinterher, wenn es nicht mehr so langsam ist wie jetzt gerade, dann den Erfolg auch spüren kannst. Schauen wir uns an, was wir für den Krebs am heutigen Donnerstag haben. Auch da haben wir den Gehängten. Das bedeutet, sich in andere hineinzuversetzen, die Stimmungslage so ein bisschen aufzunehmen, die Dinge zu beobachten, ja, nicht selbst tätig zu werden, sondern eher beobachten. Wir haben die 4 der Münzen an etwas festhalten. Das kann eine Einstellung sein, das kann ein Vorhaben sein, es kann auch Sparsamkeit bedeuten natürlich. Und der Eremit, das ist ja total in sich mehr oder weniger zurückgezogen zu sein, zu schauen, wo liegen meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Hobbys, auch die Dinge, die ich voranbringen will. Und das zu sortieren und mit sich selbst einig zu sein und sich selbst auch gut dabei zu unterstützen. Also festhalten auch an dem, woran du glaubst, was dir persönlich wichtig ist, aber von außen eben mehr zu beobachten, als selbst tätig zu werden. Also ich denke mal, dass du mit deiner Intuition da natürlich gut fährst und weißt, wen spreche ich für was an, wenn es soweit ist. Wer kann mir da helfen oder wer unterstützt mich? Wer steht mir zur Seite? Wen kann ich fragen? Ja. Also halt an deinen Träumen fest mit dem
Eremiten auch, beobachte, was in deiner Umgebung passiert. Vielleicht auch Sparsamkeit, nicht so viel Geld ausgeben. Wir haben die 9 der Stäbe. Du sollst dich aber nicht total zurückziehen, also dass du so gar nicht mehr irgendwie nach außen agierst, ne? Der Eremit ist ja die innere Stärke auch finden, beziehungsweise mit sich klären, das Licht am Ende des Tunnels finden, aber nicht nur das. Die 9 der Stäbe ist natürlich, tu es, aber übertreib es nicht. Also geh nicht total nach innen, dass du irgendwie gar keinen Bezug mehr nach außen hast oder dich so ein bisschen abschirmst. Das wäre nicht so gut. Also halte sowohl daran fest zu beobachten, aber auch deine inneren Stärken und deine Wünsche und sowas zu klären. Du kommst voran, aber vielleicht nicht in dieser Woche. Aber das geht allen so, mein lieber Krebs. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Die Sonne befindet sich natürlich weiterhin in den Zwillingen, kommunikativ, vielseitig interessiert, manchmal auch ein bisschen Unruhe herbeiführend. Der Mond ist in der harmonisierenden Waage. Da geht es um Fairness, Gerechtigkeit, Harmonie, miteinander gut auskommen und sich selbst auch, ich sag mal, regenerieren. Harmonie ist ja was Schönes. Wir haben Merkur und Pluto in einer Verbindung, die dafür sorgt, dass man sich gerade jetzt auch um Detailfragen und Kleinigkeiten kümmern kann und sich gut konzentrieren kann. Schauen wir uns mal an, was wir heute für den Löwen so allgemein haben. König der Stäbe, du bist in deinem Element. Der Teufel, Obsession, Übertreibung möglicherweise und die 8 der Schwerter. Also wenn du jetzt, sage ich mal, in Form von Temperament oder Ungeduld zu heftig reagierst, dann führt dich das in eine Sackgasse. Deshalb solltest du harmonisierend auch agieren, kommunikativ, aber du kannst dich ja ein Stück weit abgrenzen, wenn dir das mit der Kommunikation zu viel wird. Dann kannst du ja sagen, ich bin jetzt nicht zu sprechen oder ich brauche ein bisschen Ruhe oder so. Du musst den Leuten ja dann nicht irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, über den Mund fahren oder so. Das wäre nicht gut. Die Obsession ist Temperament, ja, aber nicht übertrieben. Es bringt dich nicht weiter. Wir haben einfach noch so eine Energie wie bei Merkur rückläufig, außer dass die Kommunikation gut ist. Wir haben für dich noch den Erfolg. Der Erfolg ist, wenn du gleich, ich sag mal, mit der 8 der Schwerter, ja, dich zurücknimmst und ein Stück weit dich auf das konzentrierst, was gerade anliegt, ja. Ich finde das schön, dass deine Energie vorhanden ist. Du sollst das nur auf ein gesundes Maß runterbrechen. Und dann wirst du auch, selbst wenn du keine Lösung hast, langsam aber sicher dem Erfolg entgegenkommen. Oder der Erfolg kommt zu dir. Also du musst dich gar nicht so groß anstrengen. Bleibe optimistisch, aber wie gesagt, nicht ungeduldig oder zornig. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne in den kommunikativen Zwillingen kann schon mal für Nervosität oder ein bisschen viel Kommunikation sorgen. Der Mond ist in der harmonisierenden Waage. Da geht es um Gerechtigkeit, Fairness, Harmonie herstellen, mit anderen gut auskommen. Pluto und Merkur haben eine gute Verbindung, um sich um Detailfragen zu kümmern, sich zu konzentrieren. Also man kann da schon arbeiten, das kommt dir ja auch entgegen. Was haben wir heute für die Jungfrau? Die Arbeit. Also ich denke mal, du kommst gut voran. Du schaust, was jetzt anliegt und was, ich sag jetzt mal, nicht so wichtig ist. Du sollst dich nicht um zu viel kümmern. Wir haben den Erfolg, das bedeutet, du bist erfolgreich, wenn du eben Prioritäten setzt und sagst, was muss jetzt getan werden und was ist unnötig, ja? Und dass du nicht zu viel jonglierst sozusagen, ja? Wir haben auch den Herrscher, das bedeutet Verantwortung übernehmen. Du übernimmst Verantwortung. Das Wichtige, denke ich, ist dabei, dass du auch da die Prioritäten setzt, wo ist das wichtig, dass ich Verantwortung übernehme und wo nicht. Denn wenn du anderen dann, ich sag mal, vorgeben willst, was sie zu tun und zu lassen haben, könnte das sonst unangenehm empfunden werden, ja. Der Herrscher ist ja manchmal auch so diese Kontrollinstanz und Jungfrauen neigen dazu, alles irgendwie kontrollieren zu wollen. Das ist dir klar, das hörst du nicht gerne, das ist mir klar, aber es ist so.
Ja, und man kann leider nicht alles kontrollieren. Und deswegen sollst du auch da bitte Prioritäten setzen, damit du deinen Erfolg nicht schmälerst oder die Leute gegen dich irgendwie negativ einnimmst. Das ist so mein Rat für dich. Also vielleicht auch, was zu delegieren ist. Vielleicht kannst du auch Arbeit an andere abgeben. Das ist ja auch Prioritäten setzen und zu schauen, ob jemand das übernehmen wird. Aber bleibe freundlich. Wir haben den Mond in der Waage und da möchte man freundlich angesprochen werden, ja. Und ich denke, du auch. Also ich denke mal, solange das alles in einem gesunden Maß passiert, bist du auf der Erfolgsleiter. Also mach so weiter. Bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne im Zwilling, kommunikativ, kommt dir als Luftzeichen sehr entgegen und noch mehr kommt dir entgegen, dass auch der Mond in der Waage ist. Harmonie spielt heute eine große Rolle, soll aber natürlich nicht dazu führen, dass du der Harmonie zuliebe dich unterbutterst. Das ist damit nicht gemeint. Merkur und Pluto sorgen dafür, dass man heute, naja, Detailfragen gut abarbeiten kann, sich gut konzentrieren kann. Das sollte man natürlich nutzen. Was haben wir heute an diesem Donnerstag für die Waage? Königin der Schwerter, Aufrichtigkeit erstmal zu sich selbst. Die Dinge für sich klären. Ja, man wird sich klar darüber, was man will, wie man das möchte. Zwei der Kelche bedeutet Gespräche auf Augenhöhe. Das heißt, wenn du das für dich geklärt hast, kannst du das auch mit deinem Gegenüber, wer auch immer das sein mag, natürlich besprechen. Harmonisch. Also klärende Gespräche. Vier der Stäbe ist eine solide Basis, eine solide Rückendeckung. Also du hast wirklich gute Energien, Dinge zu klären, erstmal für dich selbst. Also es muss für dich vorher klar sein, bevor du das, ich sag mal, mit jemand anderem besprichst und sorgst für eine solide Basis. Und dann haben wir den Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter ist eine unüberlegte, schnelle Energie. Das können Überraschungen sein, das können Dinge, die aus dem Bauch heraus, ohne Überlegung entschieden werden. Das muss nicht bei dir liegen, das kann auch bei deinem Gegenüber liegen. Damit solltest du heute rechnen. Also, das ist im Vorfeld die Gespräche und trotzdem kommt es vielleicht anders als gedacht und da musst du ein bisschen flexibel sein und harmonisierend agieren. Das ist ja natürlich dein Steckenpferd, das kriegst du auch hin. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du dich der Harmonie zuliebe unterbuttern sollst, aber es ist vielleicht wichtig, dass du mit positiver Kraft, ich sag mal, gegen negative Einflüsse von außen oder ich sag mal, Dinge, die plötzlich und unerwartet passieren, gegenwirken kannst, ja, für dich und für andere. Also es ist eine schöne Energie. Wie gesagt, die Überraschungen können ja auch positiv sein. Also, dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und sag bis morgen. Herzlich willkommen, lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Die Sonne in den kommunikativen Zwillingen. Da kann viel Kommunikation kommen, kann ja auch zu viel werden. Vielseitigkeit und natürlich neue Kontakte und Kontakte pflegen. Der Mond befindet sich in der harmonisierenden Waage. Da geht es um Gerechtigkeit, um Fairness, um liebevolles Miteinander umgehen. Das kann auch nicht schaden. Zudem haben wir Merkur und Pluto in einer guten Verbindung, sich auf Wichtiges zu konzentrieren. Auch das ist ganz gut. Aber es geht halt alles sehr, sehr langsam. Was haben wir heute für den Skorpion allgemein? Eine Strategie. Wie gehe ich vor? Also ich muss mich natürlich beherrschen. Ich muss vielleicht auf gewisse Dinge warten. Wir haben den Mond. Das hinterlässt vielleicht ein bisschen Ungeduld, ein bisschen ein ungutes Gefühl. König der Münzen ist die Erdenergie, Pragmatismus. Es geht halt alles sehr langsam. Es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also es ist wie Merkur rückläufig, nur dass die Kommunikation funktioniert. Also das ist natürlich Zorn, das ist manchmal auch Ungeduld, das ist ein Gefühl, ich habe das Gefühl, auf der Stelle zu treten und da hast du nicht ganz Unrecht. Also bemühe dich darum, das, was jetzt da ist, festzuhalten, wertzuschätzen, dankbar zu sein, was gerade geht und das, was momentan nicht so gut funktioniert, Geduld aufzubringen. Es ist wichtig. Wir haben die Neun der Schwerter, das sind unnötige Sorgen, aber auch Gespräche. Wenn dich etwas bekümmert, wenn du so ein bisschen, sagen wir mal, ungeduldig auf etwas wartest oder so,
dann mach dir Luft. Sprich mit jemandem darüber, der vielleicht nicht beteiligt ist, der dein Vertrauen genießt und wo du dich mal so sozusagen auskotzen kannst. Ja, das würde auf jeden Fall helfen, so die Sorgen und Nöte einfach mal loszuwerden, damit sie dich nicht so belasten. Der Mond ist eben auch ein ungutes Gefühl, schlechte Laune, weil es nicht vorangeht und so weiter. Damit muss man klarkommen und am besten ist immer raus damit. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen möglichst schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne in den kommunikativen Zwillingen, das kommt dir auch sehr zu Pass, damit kommst du gut klar. Du kannst dich natürlich auch verzetteln, wenn du dir zu viel zumutest. Der Mond ist in der harmonisierenden Waage, auch das magst du sehr, da kommst du gut mit klar. Wir haben Merkur und Pluto gerade in guter Konzentration, also man kann gut was wegarbeiten, wenn man sich kümmert. Und das sollte vielleicht auch jetzt das Ziel sein, wo es momentan eben nicht so rasch vorangeht. Was haben wir denn heute an diesem Donnerstag für den Schützen allgemein? Liebevolles Entgegenkommen. Das kann von dir ausgehen, das kann dir entgegengebracht werden. Sehr schön. Manifestation, wow, Umsetzung und hohe Priesterin. Holla die Waldfee. Das ist bis jetzt, glaube ich, heute die beste Legung bis jetzt. Ja. Ich denke mal, es geht darum, Liebe zu manifestieren, Entgegenkommen zu manifestieren, zu spüren, wo das Herz liegt. Also vielleicht auch für dich, dass du plötzlich intuitiv auf einmal, ja, ich sag mal, auch nicht nur in der Liebe, sondern eben auch in Projekten, in Sachen plötzlich weißt, das muss ich machen. Ja, das zu manifestieren, aber du behältst es erstmal für dich, weil das erstmal nur ein Impuls ist, eine Idee, ja. Und wir haben die Kraft, die Disziplin. Und da wir ja mit Merkur und Pluto gerade so eine Energie haben, dass man ja akribisch an etwas arbeiten kann, würde ich vorschlagen, dass du in dieser Konstellation die Dinge so ein bisschen in der Detailfrage bearbeitest. Also das, was du dir überlegt hast oder was du vorhast, ein bisschen zu planen, vorzubereiten, ja. Es ist ja das in die Realität zu holen. Die Hohe Priesterin ist ja wieder auch das Wissen, wo man nicht weiß, wo es herkommt, aber es ist da. Also sehr schöne Energien, die du auf jeden Fall nutzen solltest in Form von, ich setze mich jetzt mal hin und gebe meinen Ideen Ausdruck, verleihe meinen Ideen Ausdruck oder einen Rahmen. Ich plane das, ich schreibe das auf, ich notiere mir das, um das dann auf Realität nachher zu prüfen. Das ist auch eine Vorbereitung, aber wunderschön. Also, mein lieber Schütze, mach dich auf was gefasst, es ist was Schönes, es entwickelt sich etwas. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne in den Zwillingen, kommunikativ, vielseitig interessiert, ablenkend, manchmal Nervosität hervorrufend. Der Mond ist allerdings in der harmonisierenden Waage. Da soll man so ein bisschen für Ausgleich sorgen, auch so ein bisschen selbst zur Harmonie beitragen. Wir haben Merkur und Pluto in einer Energie, die ja die Detailfragen gut klären lässt, planen lässt. Ja, das kommt dir als Steinbock natürlich entgegen. Was haben wir für den Steinbock heute allgemein? Ein paar ungute Gefühle oder Dinge, die aufkommen. Kann auch schlechte Laune sein natürlich, ja, dass man irgendwie ohne Grund offensichtlich schlecht gelaunt ist. Der Fokus, Page der Stäbe, auf den Schmerz, auf die Enttäuschung. Das heißt, du hast ein ungutes Gefühl, dass etwas nicht klappt oder es ist der Schmerz oder das Denken an etwas. Du fokussierst dich zu sehr auf eine Niederlage, auf etwas, was vielleicht in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Das kommt heute hoch und es ist wichtig für dich, die Detailfragen zu klären. Also wenn es um etwas geht aus der Vergangenheit oder etwas, was gerade irgendwie geschehen ist, solltest du das auseinanderpflücken, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also auch sachlich daran gehen, ich denke, das kannst du als Steinbock, sich die Sache genau anschauen und sich auch die einzelnen Dinge daraus ziehen mit der 7 der Münzen. Also nicht nur einseitig sehen, sondern aus verschiedenen Perspektiven das Ding klären, warum das schiefgegangen ist, ja. Und nicht damit hadern, sondern es bearbeiten. Das ist so, ich habe eine Lektion gelernt und jetzt hole ich mir die Punkte daraus, die ich verändern möchte.
Also ich denke mal, es geht darum, diesen Schmerz oder diese Erinnerung, je nachdem, was es ist, zu bearbeiten, genauer hinzuschauen. Und das funktioniert halt heute ganz besonders gut. Du kannst daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Und das wäre halt heute sehr wichtig. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und sag, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne in den Zwillingen. Das ist für dich als Luftzeichen wunderbar. Kommunikation, Kontakte knüpfen, wieder aufnehmen, aber aufpassen, sich nicht zu verzetteln. Dagegen wirkt auch der Mond in der Waage, auch ein Luftzeichen, harmonisierend, Gerechtigkeit suchend, ja. Und ich denke mal, das hilft. Zudem Merkur und Pluto für Detailfragen sehr gut geeignet. Also nutze das. Nutze das für dich und deine Sache nicht übertreiben. Was haben wir heute für den Wassermann? Ein Neuanfang. Informationen sammeln. Und Gerechtigkeit. Da ist der Waagemond. Es geht darum, neu zu beginnen durch Informationen, die Gerechtigkeit herstellen. Und vielleicht geht es auch um etwas, was du verändern willst oder was du neu beginnen möchtest. Du brauchst aber noch Informationen, um diesen Ausgleich oder diese Waage-Energie herzustellen. Ja? Nimm dir ruhig Zeit dazu. Schau es dir genauer an. Waage-Energie ist Gerechtigkeit im Sinne von, die Waage steht im Lot. Also die ist jetzt nicht eine Seite höher, eine Seite tiefer. Und das gegeneinander abwägen kann Pro und Contra bedeuten. Es kann bedeuten, was brauche ich, was bekomme ich zum Beispiel. Ja? Solche Dinge gegeneinander vielleicht aufschreiben zum Beispiel. Ne? Wir haben das Ass der Münzen. Es geht um einen Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Münzen sind ja Geld, Finanzen, aber auch Beziehungen. Das kann in einer Beziehung sein oder eben im finanziellen neuer Job, wie auch immer. Der Neuanfang ist möglich und du solltest für dich gegeneinander abwägen, was für dich relevant ist, was für dich Gerechtigkeit bedeutet, aber auch Gerechtigkeit für dein jeweiliges Gegenüber. Was erwartet man von dir? Was erwartest du? Passt das zusammen? Und solche Sachen. Also es ist so ein bisschen die Waage-Energie nutzen, um den Neuanfang so richtig unbelastet angehen zu können. Das ist noch nicht heute, aber ich denke, das ist etwas, was du jetzt auf jeden Fall zumindest überdenken solltest. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 9. Juni 2022. Sonne im Zwilling, kommunikativ, manchmal zu viel, vielseitig interessiert, auch manchmal zu viel. Da muss man sich ein bisschen abgrenzen. Wir haben den Mond in der harmonisierenden Waage. Ausgewogenheit herstellen, Gerechtigkeitssinn, harmonisieren heißt auch mit anderen klarkommen wollen. Das kommt dir als Fisch natürlich auch sehr entgegen. Zudem haben wir heute, nicht nur heute, sondern bis zum 12. haben wir die Energie zwischen Merkur und Pluto, dass man sich um Detailfragen kümmern kann, also sich gut konzentrieren kann auf Detailfragen. Schauen wir uns an, was wir für die Fische heute haben. Ritter der Schwerter, das kann unüberlegtes Handeln bedeuten, auf deiner oder der Seite eines anderen. Es kann Überraschungen bedeuten. Es ist nämlich der Ritter der Schwerter, ist der schnellste Ritter im Kartendeck, bedeutet, er prescht voran, ohne zu überlegen. Wir haben die Veränderung, Transformation, und wir haben die Sieben der Schwerter. Okay, das ist das, was wir noch nicht kennen, was wir noch nicht wissen. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass es eine Veränderung gibt, die überraschend kommt, unvorhergesehen, ja, nicht unbedingt durch dich ausgelöst, kann aber auch, aber es ist eine überraschende Veränderung und man weiß noch nicht, was das überhaupt bedeutet. Also Sieben der Schwerter ist das Verborgene, das Geheimnisvolle, es ist die Diebstahlkarte. Man ist noch nicht wirklich im Bilde darüber, was da eigentlich passiert und wie man damit umgehen kann, soll, will. Ja? Also man ist da so ein bisschen, steht mit offenem Mund da und weiß nicht, wie man das jetzt zu bewerten hat, denke ich mal. Und da hilft die Stärke. Innere Disziplin, den inneren Schweinehund besiegen. Das kann bedeuten, dass man erstmal guckt, was ist das eigentlich? Ja, man will sich darauf einstellen, man will es kennenlernen, denke ich. Die Veränderung, das, was sich da tut. Man ist sich noch nicht sicher, ist das gut oder ist das nicht gut. Aber wichtig ist für dich Ruhe bewahren. Innere Kraft bedeutet ja auch, ich schaue erstmal
und ich gehe diszipliniert daran. Ich flippe jetzt nicht aus, weil ich gar nicht weiß, was dahinter steckt, sondern ich stelle mich darauf ein. Ich bin offen für Überraschungen und ich schaue erstmal. Ich arbeite das sozusagen ab. Ich schaue mir die Details jetzt in Ruhe an. Und das ist heute deine Energie. Ich bin gespannt, wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen.